Herzlich willkommen zu Tag 7, Montag von unserem Bier-Advent-Kalender oder von unseren Bier-Advent-Kalender Deutschland versus Österreich. Und heute haben wir als Biere Hubertus Dunkel und die helle Alternative aus Deutschland, ein Riegele Golden seit 1386. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist alles Schandmoll auf Cover TV mit Bero Harti der Rinderschink. Ja, und wir haben heute das Hubertus Dunkel. Ich mag eigentlich deutsche Dunkle sehr gern. Mal schauen, ob das Hubertus meinen Ansprüchen genügt. Es ist das erste Bier, es ist unglaublich, ja. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Es ist ein Dreh und Trink bei mir. Wer es noch von früher kennt. Also bei den Österreichern, ich weiß nicht, ob die Deutschen das gehabt haben, das Dreh und Trink. Riechen tut das Hubertus Dunkel schon mal sehr gut. Es ist auch so, dass das Hubertus ist ja aus La. An der Theia, richtig. Genau. Aus dem Weinviertel eigentlich. Und wir sind im Weinviertel, ja. Was sehr praktisch ist. Also an und für sich ist das Hubertus das hiesige Bier. Also wirklich ganz hiesig. Ein Weinviertler Bier ist überhaupt was sehr Lustiges, weil ich meine, ja. Weißt du eigentlich, dass man Schaum in grobporig, feinporig und mittelporig einstuft? Ich dachte, das wäre mehr für die Haut. Also, aber gut, wenn du sagst. Also ich beschäftige mich mit dem Schaum normalerweise nicht so, weil ich habe gerne das Bier mit nicht zu viel Schaum, sondern eher mehr Bier als Schaum. Und darum, ja, ist mir recht, also ein bisschen Schaumkrone und dann nachher wieder. Ja. Habe ich gelernt, weil ich es wird mich der Kalea Bier Advent Kalender, die Österreich Edition, auch von einem anderen Kanal probiert, und zwar von Probier TV. Potz Teufel, warum sitze ich nicht dort? Weil der macht das alleine und höchst professionell. So. Also wirklich, der kennt sich aus, der kann also dann sagen. Das war wegen einem Professionellen gewesen, deswegen passt er nicht dorthin. Grobporig, feinporig, mittelporig. Vorn tief. Ja. So, also, der Schaum fällt bei mir hier gleich mal zusammen. Es ist aber frisch gewaschen, das weiß ich. Ja, bei mir bleibt das. Der Geruch ist fein. Ich koste mal. Also, wie gesagt, es ist das Hubertus Dunkel. Österreichische Seite. Gegen das Riegele Golden. Muss sagen, es sind beides sehr alte Brauereien. Also, bei meinem haben wir wo sind wir denn da gewesen? Vorher habe ich 1386. Wow. Also da 1454 kann damit nicht mithalten. Ist schon spät. Das Spätmittelalter ist Mittelalter, ja. Ja. Ist älter als Stiegel. Und wir haben hier ziemlich die Gegensätze. Also hier dieses kräftige Dunkle, das ist ja schon fast wie ein Schwarzbier. Also eigentlich haben wir Glück, dass wir das in die richtigen Gläser jetzt mehr oder minder eingeschenkt haben. Also es ist wunderschön. Also schwarz wie die Nacht finster. Ja, bei meinem Bier habe ich mich zuerst ein bisschen geschreckt, wie ich mir das so genauer angeschaut habe, weil ja, es verspricht, es ist ein Pferd drauf und es schiebert das Bier durch das Ross. Also ich habe da jetzt ein bisschen komische Assoziationen gehabt und es sind sehr viele Schwebestoffe drinnen. Also es dürfte ein Zwickelbier sein, ein unfiltriertes Bier. Und ganz kurz habe ich mir gedacht, golden, vielleicht ist da sogar feines Gold drinnen. Also es gibt von einer Sektmarke so einen Sekt, wo man Gold drinnen hat. Und es gibt auch Schnäpse, wo Gold drin ist. Ja, man kann es auch auf die Torten kleben oder auf irgendwelche Handschriften. Also Gold ist vielseitig einsetzbar. Aber jetzt koste ich einmal. Beim Hubertus Dunkel hat einen eher süßen Geschmack. Geht in Richtung Karamalz schon fast, nur halt mit Alkohol. Man muss dazu sagen, etikettiermäßig ist da nicht viel drauf, hinten gar nichts, vorne so ein sehr schlicht gehaltenes Etikett. Hubertus auf ihr Wohl seit 1454 dunkel. Seitentext hat es auch noch, das Bier aus Niederösterreich gebraut, dann den erstes Bier und sowas. Ich glaube, mich berauscht die Wildsau. Ja, das kann sein. Ah, ja, richtig, wir hatten doch Alkohol. Es war in der Beilage, war ja Rotwein drinnen. Ach, in den Gott, weißt du, wie lange es gekocht hat?
Da ist kein Alkohol mehr drin, der verdunstet ja bei 80 Grad. Ja. Also gebraut in der langen Tradition der Privatbrauerei Hubertusbräu, Hubertusgasse 1 in 2136 La an der Theier. Genießen Sie Hubertus Dunkel, die malzige altösterreichische Spezialität mit wenig Alkohol, ja, bei vollem Geschmack. 12,4 Grad Stammwürze und Alkohol nur 4,1%. Das ist relativ wenig, aber mit 4,1%, also das ist was, das könnte ich mir direkt vorstellen, öfters trinken. Mhm. Also wirklich öfters, so als Alltagsbier mal zwischendurch, weil ich eigentlich trinke ich ja keinen Alkohol daheim. Ja, aber jetzt überlegst du es, also dass du jetzt täglich, nein, nicht täglich zur Flasche greifst. Aber es ist einfach, es ist was, was man echt extrem gut schmeckt, obwohl jetzt viele sagen, wir haben wieder das süße Geschloder. Ja, aber ich gebe es dir jetzt mal zum Kosten, bitte, damit du deinen Senf dazugeben kannst und ich koste mal das Riegele. Ja, also zu dem möchte ich noch was sagen. Also flaschenmäßig haben sich die auch sehr was überlegt. Hier, dieses Pferdchen, das jetzt durchscheinend ist. Ja, ausgestanzt. Das war vorher Gold. Und ja, also es ist eigentlich eine recht nette Flasche. Ah. Und geschmacksmäßig, ich weiß nicht, ob es vielleicht, weil es das erste Bier ist heute, muss ich sagen, schmeckt mir das irrsinnig gut. Das hat also ja einen total frischen Geschmack. Richtig, frisch. Also extrem frisch. Das ist eine leichte Ananasnote, spüre ich heraus, ja, so ganz, ganz, ganz leicht oder ist ein bisschen... Ich würde eher sagen, ein bisschen Grapefruit im Abgang. Kann auch ein bisschen Grapefruit sein oder Pomelo. Nein, aber wirklich, so diese Bitterkeit so im hinteren Zungenbereich erinnert mich jetzt ein bisschen an Grapefruit. Nicht, dass ich jetzt viel Grapefruit essen tät, also beileibe nicht, ja. Aber, also ich bin höchst begeistert von beiden Sorten. Mhm. Also ich hätte mir jetzt gedacht so, boah, ich bin glücklich mit meinem Hubertus und das Riegele Gold da, das kann mal wurscht sein. Na. Aber sehr gut, darf ich nochmal? Ja, bitte, gerne. Also, Kaufempfehlung für beide Sorten auf jeden Fall von meiner Seite. Auf jeden Fall. Also für mich ist es ja so, ich habe hier ein komplett neues Bier. Also Hubertus kenne ich schon verschiedene Biere und ist eigentlich immer eins meiner Lieblingsbiere gewesen, weil ich auch Patriot bin und es ist ein Weinviertelbier. Ja, ich komme aus dem Weinviertel und es ist eine kleine Brauerei, die ich gern unterstütze. Und dieses Bier, vollkommen unbekannt, also Riegele noch nie gehört, also ich weiß nicht, von diesen 3-4 Brauereien, die es halt gibt in Deutschland. Aber bitte aus dem 14. Jahrhundert, das finde ich total arg. Ja. Also, ich meine, wie kann die so alt werden, dass man es da nicht kennt? Weil es wahrscheinlich irrsinnig viele Brauereien gibt. Ja. Und aus welchem Bundesland sind sie? Augsburg. Ja, das ist Bayern. Bayern. Ja, da steht auch nach bayerischem Reinheitsgebot, was... Ja, aber Augsburg, ja, also es muss sagen, also sehr, ja, sehr... Also ich werde schauen beim Getränkehändler meines Vertrauens, ob der das auch hat, weil von dem möchte ich gern ein paar Flaschen mehr haben. Dunkles Hubertus, ich glaube, gibt es nicht so, jetzt bei den Supermärkten ist nicht so normal. Da ist normalerweise eben von den Brauereien Zwettl und Otterkring und... Hubertus, also ist leider Gottes oftmals schwierig, überhaupt das normale Märzen zu bekommen. Also auf jeden Fall bei beiden Bieren, also es ist wie vor einer Woche. Also eigentlich beim ersten Bier, das wir ausprobiert haben, haben wir auch gesagt, alle Daumen hoch, Kaufempfehlung. Und hier kann man das auch sagen. Wunderbar malzig, also es ist schon etwas süßer. Also ich würde jetzt nicht... Ja, also von dem möchte ich nicht 4 Krügeln trinken. Ja. Nein, das ist wirklich so mal für eine Flasche. Ja, für eine Flasche, ja, wirklich so zum Genießen, zum Runterkommen, zum irgendwo raufkommen, was auch immer. Und von dem kann ich mir durchaus vorstellen, 4 Krügel zu trinken oder mehr. Ja, das ist so ein Abendsweckgebier, finde ich auch. Ja. So. Aber auch wenn man schon mal getrunken hat und man riecht daran, dann riecht man auch dann das, was man schmeckt, auch etwas raus. Ja? Also mich erinnert es geruchtechnisch, also so von einer gewissen Eigenheit an dieses Bitterorangenbier. Ja, aber das riecht viel frischer. Also irgendwie so,
Oder habe ich es nur einfach jetzt schon so lange nicht mehr in der Nase gehabt? Na, und es ist dezenter hier. Also, aber es ist keine Orange drinnen, es ist keine Limette drinnen, es ist nur Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ich nehme mal an, dass hier eigener Hopfen verwendet worden ist. Es steht leider nicht drauf, welcher Hopfen. Wieder italienisch, Lopolo. Kein Wolf. Aber ich denke, vielleicht Hallertauer. Ich denke wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, also ich würde sagen, wir können es heute ein bisschen kürzer halten und. Sein Bauch letztes Bierverkostungsvideo, mein Bauch das letzte Video, was wir so gedreht haben. In diesem Sinne würde ich mal sagen, trinkt mal gemütlich aus. Jetzt verstehe ich das mit den Bäuchen. Ich habe gedacht, du sprichst darauf an, dass wir vorher ein bisschen Unterlag gegessen haben und deswegen die Bäuche. Und mein Bauch wird bleiben, aber du wirst jetzt abnehmen und ab morgen nichts mehr essen. Und wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Ja, keine Ahnung. Also wie meine Frau so schön gesagt hat, zu mir abnehmen kannst schon, aber der Bauch muss bleiben. Ja. Ich meine, das ist ihr Kopfkissen. Das ist sexuelle Schwungmasse, sagt man so, wenn man ein bisschen fester ist. Du bist grauslich. Gut. Mit diesen Worten wollen wir das jetzt beenden und sagen Prost.